Ja, moin erstmal. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, bin ich wieder am kleinen Bach. Heute habe ich die Spinnrute dabei, ein paar kleine Schwimmwobbler und möchte heute mal gucken, ob ich einen von den Döbeln, die mir ja im letzten Video verwehrt geblieben sind, auf die Schuppen legen kann. Ihr seid dabei. Der erste Fisch hat sich den Wobbler geschnappt, ist tatsächlich ein Döbel, ist noch ein etwas kleiner, aber für den kleinen Bach hier hat Spaß gemacht und da kommt sicher noch ein größerer. So, wichtig ist noch, sich vorsichtig anzuschleichen. Die Döbel sind so vorsichtig, besonders die großen, sobald man am Ufer zu fester auftritt oder irgendwas ins Wasser schmeißt, kickt aus Versehen, da sind sie weg. Also vorsichtig anschleichen, auf den Schatten auch achten, keinen Schatten aufs Wasser werfen, hinknien, den Schwimmwobbler ein Stück treiben lassen, bis unter diese schönen Gebüsche oder Bäume drunter, dann anziehen, dass der Schwimmwobbler taucht und dann kann man entweder gleichmäßig reinholen oder immer wieder in Rucken dann. Das ist jetzt die Nummer 2. Ich habe mal einen anderen Wobbler drauf gemacht. Wie man sieht, werden sie eher kleiner als größer, aber Spaß macht's trotzdem. Vielleicht beißt hier noch der Dicke. Der Angeltag neigt sich dem Ende. Ich krieg langsam Hunger. Ich hatte jetzt ein paar schöne kleine Döbel auf die Schwimmwobbler gefangen. Einen großen habe ich leider verloren. Der fühlte sich an der leichten Spinnrute ein bisschen besser an. Man kann ja nicht immer Glück haben. Das nächste Mal fange ich vielleicht einen größeren und wenn, dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Bis dann am kleinen Bach. Ich saß fast im Auto, da bin ich noch mal auf die andere Seite der Brücke und siehe da, dieser fette Döbel ist eingestiegen. Tolles Tier, am leichten Gerät auf den kleinen Schwimmwobbler geknallt. Spaß gemacht. Und ich verspreche euch, das ist noch nicht der größte hier in diesem Bach. Bis zum nächsten Mal.